Es ist Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Dark Schnegge Reviews. Heute kommt endlich mal wieder was aus dem Hause Hot Toys für euch und ich habe mich wirklich schon lange drauf gefreut, euch das zu präsentieren. Ich habe die Figuren aber auch bei den letzten Videos schon gespoilert im Hintergrund. Heute möchte ich euch endlich von Hot Toys die Gamora zeigen aus Guardians of the Galaxy. Eine wirklich absolut tolle Figur und ich freue mich jetzt, sie euch zu präsentieren. Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam im Detail wie immer an. Gamora kommt in einer dieser super genialen, fantastischen Boxen, die Hot Toys jedes Mal designt für seine Figuren. Und da lege ich natürlich auch Wert drauf, euch die kurz zu zeigen. Vorne drauf seht ihr sie schon, ne? Zoe Saldana verkörpert Gamora. Ein sehr cooles Bild. Schaut mal allein, wie frech sie da guckt. So ein bisschen, ne? Kommt mal her. Oben drauf Marvel's Guardians of the Galaxy. Gamora trägt die MMS, die Movie Masterpiece Series Nummer 259. Das könnt ihr hier unten sehr schön sehen. Da ist die Bezeichnung, ne? 1/6 Scale Collectible Figure. Dann seht ihr noch hier links unten das Movie Masterpiece Zeichen. Auf der rechten Seite natürlich das Hot Toys Zeichen. Ja, ihr seht schon, ne? Vorneweg alles so ein bisschen in grün gehalten, so ein bisschen an ihren Hautton angehalten. Im Hintergrund seht ihr dann ein G. Dieses G ist in einem, ja, rosa Ton gehalten, was ich sehr cool finde. Wenn wir auf die Seite gehen, nochmal ganz kurz, MMS 259 Gamora und auf der Rückseite haben wir nochmal so ein bisschen das Choking Hazard Warning, Kleinteile könnten verschluckt werden und ja, obendrauf das Guardians of the Galaxy Zeichen, jetzt bin ich aber sehr nah dran, hier am Start, ja, und wenn ihr die Verpackung öffnet, ist das Ganze in einem kleinen Schuber, das heißt links die Seite mit Gamora könnt ihr hochziehen, darunter habt ihr dann schon ein kleines Display und da könnt ihr dann Gamora schon drin erhaschen. Natürlich ist sie jetzt nicht mehr hier am Start, weil ich habe sie ja schön ausgepackt, aber ihr seht auch nochmal hier ist so ein bisschen cool der Style aus dem Film übernommen, ne? So, ja, wo sie verknackt werden halt die Szene, ne? Hier seht ihr auch nochmal so eine kleine Größenangabe, finde ich ganz cool gemacht. Aber ich denke mal, das ist alles, was ich euch für die Verpackung zeigen werde, denn jetzt schauen wir uns Gamora mal selber an. Und da haben wir sie nun, Gamora, ja, die Adoptivtochter von Thanos, gespielt von Zoe Saldana in Guardians of the Galaxy. Ich finde, das ist eine der mit besten weiblichen Hot Toys Figuren, die bis jetzt erschienen sind. Allein diese Hautfarbe, also ich stehe ab sofort auch komplett auf grünhäutige Frauen. Das sieht absolut bombastisch aus. Ja, also als erstes nehmen wir, denke ich mal, den Headsculpt vorweg. Denn ja, der ist absolut wichtig bei einer Hot Toys Figur, denn wir wollen natürlich sehen, ja, wie die Likeness zur Schauspielerin ist. Und wenn ich jetzt mal ranzoome, Leute, ich denke mal, da könnt ihr mir natürlich mal wieder beiwohnen, dass das hier ein atemberaubender Headscart ist von Zoe Saldana. Also wirklich super cool umgesetzt, allein dieser Hautton und alles. Das wird auf dieser Kamera, denke ich mal, jetzt richtig geil rüberkommen, weil es ist ja nun die neue Kamera. Dafür ist die absolut perfekt. Ja, schauen wir uns das Gesicht genauer an. Als erstes natürlich, ja, ihr seht hier, typisch Gamora halt, hat sie hier diese ganzen feinen Verzierungen im Gesicht. Die sind in Silber gehalten, das sieht sehr schick aus. Dann haben die auf jeden Fall darauf geachtet, dass die Lippen schön dunkel gemacht sind. Ich finde, die Augen glänzen wieder sehr schön, die sieht sehr realistisch aus. Und es ist wirklich Zoe Saldana perfekt zu erkennen, muss ich sagen. Ein wirklich atemberaubender Headsculpt. Der sticht definitiv in meiner Sammlung hervor. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll geworden. Man kann sich in diese Figur definitiv verlieben, wenn man die Haare unter Kontrolle bringt. Und das ist natürlich wieder so das Typische von Hot Toys. Alle weiblichen Figuren haben, ja, Rooted Hair, also ja, so Kunsthaar, ne? Und ihr seht auch hier, hier fliegt das alles noch so ein bisschen durch die Gegend. Ich habe Gamora eigentlich aus der Verpackung geholt und erstmal nur so hingestellt. Ich muss da noch mal ein bisschen ran. Mein kleiner Trick ist ja Haarschaum. Einfach mit einem Haarschaum ein bisschen rüber, ein bisschen glatt streichen und dann sind auch diese kleinen wuseligen Haare hier auf jeden Fall weg. Ja, wie gesagt, der Headsculpt ist sehr toll. Ich mag aber auch die Haare, wenn die erstmal in Form sind. Ihr seht hier auf der Rückseite, sie sind natürlich in Schwarz und dann unten in diesem, ja, tollen, dunklen Lila-Ton gehalten. Das ist hier sehr fein geworden. Das mag ich. Also wenn ihr das mit den Haaren im Griff habt, dann sieht das sehr schick aus. Auf vorne ist hier noch eine Strähne. Wartet mal, wo ist sie hier? Da ist noch so eine kleine Strähne hier versteckt. Die werde ich auf jeden Fall noch versuchen, irgendwo zu highlighten, denn ja, die gehört nicht versteckt. Das sieht einfach richtig, richtig schick aus. Ja, wenn wir uns jetzt Gamora mal weiter anschauen, dann natürlich ja, das sehr filmakkurate Outfit, was sie trägt. Und zwar, gehen wir jetzt mal ein bisschen tiefer. Hier vorne seht ihr das schon, ne? Also der gesamte Körper ist natürlich in grün gehalten. Das sieht sehr schick aus. Dann hat sie halt diesen, ja, ich weiß nicht, diesen Einteiler an. Ist das eigentlich ein Einteiler? Ich weiß es nicht. Ich glaube, im Film war es so eine Art Weste. Was ich toll gemacht finde, ist hier halt dieses Mesh, ne? Hier dieses,
Ja, das sieht wirklich sehr toll hier aus. Auch an der Seite ist das. Und ihr könnt dadurch auch die ganzen Stripes erkennen, die noch in diesem Anzug mit verbaut sind. Auch hier vorne so. So ein bisschen, wo der BH sitzt, nehme ich mal stark an. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und natürlich auch hier mega Cleavage am Start. Ja, wirklich äußerst schick. Wir haben dann hier oben noch diese Hartplastikteile hier mit dem Kragen und alles. Das gefällt mir auch sehr gut. Schaut euch mal diese ganzen Silberapplikationen da drauf an. Also das ist toll, wenn ihr das seht, ne? Diese ganzen Teile hier auch an der Schulter, das sieht wirklich nach Leder aus. Sehr feine Details. Dann auch hier dieses Muster, was sich hier komplett die Weste runterzieht. Das glänzt sogar so ein bisschen, also es schimmert so ein bisschen. Das ist auch wirklich sehr, sehr toll geworden, muss ich sagen. Da hat Hot Toys natürlich wieder einen atemberaubenden Job gemacht, aber was anderes habe ich auch nicht erwartet. Wenn wir jetzt ein bisschen tiefer gehen, schauen wir uns mal hier den Bereich an. Da haben wir den Gürtel. Der Gürtel natürlich mit silbernen Schnallen überall so ein bisschen verspielt. Wenn ihr euch das in dem Film anschaut und damit diese Hot Toys Figur vergleicht, kann ich euch eigentlich schon garantieren, das ist 1:1 übernommen. Was ihr jetzt seht hier, wo die Hand gerade vor ist, das ist ein Holster. Da kommt später dann noch das Schwert rein. Das gehört zu den Accessories. Das zeige ich euch dann aber nochmal. Und ja, hier hinten auch nochmal. Ich weiß nicht genau, was das hier ist. Das ist so eine kleine. Wartet mal da. So eine kleine Tasche hier auf jeden Fall. Die ist es hier mit dran. Das Ganze ist so ein Piece, ne? So ein Teil dieser Gürtel. Da solltet ihr allerdings ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr später Gamora bewegt. Denn da könnte ja eventuell was abgehen. Also ein bisschen Vorsicht ist auf jeden Fall geboten. Aber ihr seht schon, ne? Detailtechnisch ist das richtig geil. Und auch der Booty. Perfekter Booty. Booty Check hat Gamora auch überstanden. Definitiv. Sehr sexy, sehr sexy. Ja. Weiter vorne nochmal, hier, ne? Da seht ihr das, die ganzen Details. Hier zieht sich auch wieder dieses coole Muster runter. Da hier, dieses glänzende. Und dann weiter runter haben wir hier wieder diese Bandagierung hier. Ich dachte erst, das wäre auch wirklich aus Stoff oder so, aber nein, ist es nicht. Das ist auch aus Plastik, aber es sieht wirklich gut aus. Und das hat was auf jeden Fall. Ist auch Teil von dem Gürtel hier, ne? Also wirklich ist sehr schick. Ja, wenn wir jetzt tiefer gehen, natürlich diese super enge Hose. Die gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen hier in den Bereich. Hier haben wir auch nochmal so eine Separation. Das fühlt sich ganz hart an hier. So ein Teil der Hose hier, so ein bisschen geriffelt und alles. Das ist auch wirklich sehr cool. Und dann natürlich diese absolut abgespaceden Schuhe, ne? Also die Stiefel, die finde ich ja richtig fett. Das ist mein krankes Design, ne? Das sind eigentlich High Heels, aber ja, coole Idee auf jeden Fall. Gefällt mir sehr. Die sind aus einem soliden Teil. Ihr könnt aber auch den Fuß da drin minimal bewegen. Also da macht euch mal nicht so die Sorgen. Ist zwar eingeschränkt, aber es ist eine kleine Beweglichkeit auf jeden Fall am Start. Auch nochmal hier so ein bisschen geschaut. Na, ihr seht auf der Rückseite. Ich muss das Ganze mal ein bisschen ins Licht bringen. Hier, ne, da seht ihr das. Es hat so ein paar Schnallen hier noch alles dran. Das ist aber nur reingesculptet. Also es ist aus einem soliden Kunststoffstück. Aber es sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Auch hier vorne hat es nochmal so ein paar Blenden drauf. Ne? Hier, das hier. Ich muss mal gucken, dass ich das mit der Beleuchtung kriege. Hier diese Blenden. Die schimmern auch sehr. Ne? Das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Also detailtechnisch, da kann man einfach nicht meckern. Das ist Hot Toys atemberaubend. Ja, schauen wir uns mal an, was die gute Gamora für Accessories dabei hat. Aber da muss ich euch leider eine minimale Enttäuschung aussprechen. Denn so viel hat sie nun nicht dabei. Aber ich denke mal, das ist nicht großartig wild. Ja, was sollte sie auch sonst großartig dabei haben, ne? Mal kurz rausgezoomt, weil sie ist echt eine ganz, ganz, ganz schicke Figur. Als erstes natürlich hat sie ihr Schwert dabei. Was wäre Gamora ohne ihr Schwert? Das ist ihre Hauptwaffe. Und ja, die ist mit dabei. Die könnt ihr euch ja schön in die Hand stecken. Und ich finde, die sieht auch wirklich gut aus, gerade so in Verbindung, wenn ihr so eine kleine Action-Pose raushaut. Dann sieht das schon wirklich sehr, sehr gut aus. Ich hose euch mal ran für ein paar kleine Details. Das ist die Klinge, ne? Ihr seht das, sie ist in einem Silberton gehalten, hat richtig coole kleine minimale Details drauf, wirklich bis ins feinste Detail ausgearbeitet. Sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Ist leider nicht aus Metall, so wie wir es von Hot Toys, anderen Schwertern, bei anderen Figuren schon kennen. Das ist ein normales Kunststoffteil. Es ist sogar nur ein minimal flexibel, aber seid da vorsichtig. Also rein von der Optik her würde ich sagen, ist das Teil richtig cool geworden. Wenn Gamora damit gepostet wird, ja, dann rockt das Ganze gewaltig. Im Display zusammen mit den anderen Guardians. Oh Leute, ich sag euch, das sieht richtig, richtig schick aus. Zweites Zubehörteil ist nochmal die Klinge und zwar in eingefahrener Form. Das finde ich auch ganz cool. Also der Griff ist eingefahren. Sie kann den ja so ein bisschen ja rausschnellen lassen, ne? Also das sieht auch hier wirklich sehr schick aus. Wenn wir das jetzt mal kurz vergleichen mit der großen Klinge. Wo ist sie? Hier. Ach, komm mal her.
da seht ihr das, ne? Da ist die Klinge halt eingefahren, sie kann das im Film ausfahren und das sieht dann wirklich cool aus. Und die Details, ne? Also ganz ehrlich, schaut euch das an, wie die Kamera die Details einfängt, das sind schon richtig feine, coole Details. Da kann man nicht meckern, also Hot Toys hat es da wirklich drauf. Detailverliebtheit bis ins letzte kleine Zentimeterchen, Millimeterchen, wirklich ganz toll. Und ja, diese kleine versteckte Klinge, das hatte ich euch vorhin gezeigt, kann sie in ihrem Gürtel halt verstauen und das finde ich sieht sogar ganz gut aus. Dafür schnappt ihr euch eure Lady Gamora und habt dann hier an der Seite halt dieses Holster hier, ne? Ihr seht das da am Start. Da könnt ihr die Klinge dann sozusagen reinstecken. Da müsst ihr aber allerdings ein bisschen vorsichtig sein. Komm mal her, Süße. Da, es hält nicht wirklich so toll. Ihr müsst da so ein klein wenig Gewalt aufwenden, damit das da drin hält. So. Ne? Und dann könnt ihr so ein bisschen auch vielleicht, wenn ihr Bock habt, so eine Pose raushauen, wie sie gerade zu ihrem Schwert greift und dann halt auf Attack-Pose geht. Finde ich wirklich sehr cool, sehr gelungen, muss ich sagen. Durch diesen Silberton wirkt das Ganze sehr metallisch, also das hat schon was. Mir gefällt es wirklich sehr gut, aber ich werde auch Gamora in meinem Regal ja definitiv mit beiden Waffen posen, weil ich finde, das sieht einfach toll aus, wenn das hier so im Holster drin ist. Und abschließend natürlich standardmäßig noch der Stand, aber ich finde diesen Stand immer noch nach wie vor besser als die normalen Stands, die wir so bei den Hot Toys Figuren dabei haben, die einfach nur so normales Plastik schwarz sind. Dieser Stand, falls ihr die Star-Lord Review noch nicht gesehen habt, ist eigentlich genau der gleiche. Er zeigt obendrauf so ein bisschen dieses Muster, wo sie gerade hier sagt schnell vor dieser Verhörwand stehen und ja, einer der Cops erzählt, das ist jetzt Gamora, das ist jetzt Groot, bla bla bla. Ne? Also das haben die schon sehr toll umgesetzt. Auch hier muss ich sagen, so wie bei Star-Lord, eine kleine Enttäuschung für mich, das ist einfach nur ein sehr, ich weiß nicht, es ist keine Pappe oder sowas, eine Kunststoffplatte, die aufgedruckt wurde, oder raufgeklebt wurde, wo halt dann dieses Muster drauf ist. Ich hätte mir gewünscht, dass es wirklich so ein bisschen ausgelöchert ist. Ähnlich wie bei den Hot Toys Figuren, falls ihr das mal irgendwo gesehen haben solltet, die Terminator-Reihe, auch gerade die Terminator Salvation-Figuren, die hatten ja so ähnliche Stands, wo dann aber auch wirklich das Gitter komplett ja ausgestanzt ist. Das sah cool aus. Das hätte ich mir noch hier gewünscht. Ansonsten seht ihr vorne drauf, ne, natürlich Guardians of the Galaxy, dann sozusagen die Nameplate hier aufgedruckt, Gamora. Und ja, dann habt ihr noch die Gabel, auch Standard, die ihr ausfahren könnt, wo ihr dann Gamora halt draufstecken könnt. Und dann sieht das Ganze richtig, richtig cool aus. Ist natürlich eine Alternative. Ihr müsst den Stand nicht benutzen, aber ich finde, der hat schon Style. Das muss einfach benutzt werden. Tja, und so könnt ihr sie dann halt draufstellen, ne, auf den Stand. Könnt ein bisschen posen und alles. Ich finde, das sieht schon wirklich sehr schick aus. Ich werde diese Stands auf jeden Fall benutzen, auch wenn ich einen großen Platzmangel habe. Aber das ist schon wirklich sehr, sehr schick. Also Gamora ist wirklich eine der absolut tollsten weiblichen Figuren, die ich von Hot Toys bis jetzt gesehen habe. Hot Toys wird immer, immer besser. Einzig, was ich schade finde, ist, dass sie es bis heute nicht geschafft haben, einen perfekten Scarlett Johansson Headsculpt hinzukriegen. Aber ich denke mal, irgendwann wird auch das der Fall sein. Denn hier, Zoe Saldana ist zumindest bis zum Erscheinen von meiner Meinung nach Scarlet Witch die beste weibliche Figur, zumindest die Likeness, was Hot Toys rausgebracht hat. Die ist wirklich sehr, sehr toll geworden. Von mir eine 100%ige Kaufempfehlung, aber das habe ich euch, glaube ich, schon zu Anfang gesagt. Guardians of the Galaxy Fans werden da echt ihre wahre Freude dran haben, mit Gamora halt ein paar Posings rauszuhauen. Vor allem, wenn das Team dann vollständig ist. Ich denke mal, Leute, dann, ja, das ist ein Anblick, der ist einfach nur episch. Ganz ehrlich, da geht jedem Guardians-Fan das Herz auf. Das ist wirklich richtig toll geworden. Kommen wir jetzt mal zu einem Punkt, den ich natürlich auch noch ansprechen muss, weil ich finde, das ist gerade bei einer Hot Toys Figur sehr wichtig, und zwar natürlich die Beweglichkeit. Wie gut kann sich Gamora in ihrem super sexy engen Outfit bewegen? Und ja, natürlich ist es nicht eine super geile Poseability, die wir hier haben, aber sie ist auf jeden Fall ausreichend. Ich zeige euch das mal, dann könnt ihr auch mal ein bisschen darauf achten, falls ihr euch Gamora zulegen solltet, wo ihr so ein bisschen vorsichtig sein müsst auf jeden Fall. Als erstes mal, was ich ja unbedingt ansprechen muss, ist, dass es im Vorfeld mit Gamora schon so ein paar einige Schwierigkeiten gab. Ich kann euch da jetzt mal ganz frech auf einen ja englischsprachigen YouTuber verweisen, der natürlich Deutsch spricht, weil er kommt aus der Schweiz, soweit ich weiß. Und zwar an den guten André von Xenomorph.com. Er hatte die Gamora nun auch schon, glaube ich, vor ein, zwei Monaten. Und er hatte richtig Schwierigkeiten, und zwar mit den Armen von Gamora. Ich erkläre euch das mal ganz genau im Detail und ich werde jetzt auch mal ganz frech kurz von André hier ein Bild einfügen. Falls du das siehst, sorry, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht, weil ich finde, diese Info, das müssen die Fans auf jeden Fall ja haben. Die Arme hier, ihr habt euch vielleicht schon gewundert, ihr seht an den Armen keine Gelenke.
Ja, ihr seht das, keine Gelenke zu sehen. Gamoras Arme sind aus Vollgummi. Also was heißt Vollgummi? Es ist eine riesendicke Gummihaut über dem Skelett, was hier drunter ist. Das Skelett ist sehr fein. Das ist alles gar nicht so das Problem. Ich finde, das ist eine tolle Idee, weil dadurch sieht es auch natürlich wieder ein Tucken realistischer aus. Aber dieses Gummi, da müsst ihr auch wirklich aufpassen, wenn ihr Gamora bewegt. Also die Arme, ne? Ihr könnt die Arme wirklich sehr gut bewegen. Schaut euch das an. Zur Seite, nach oben, alles wirklich gut möglich. Ne? Ihr schaut hier, das ist alles nicht das Problem. Nach vorne, nach hinten, alles eine gute Beweglichkeit. Wo ich jetzt die Problematik bei Gamora sehe, sind die Ellbogen. Weil wenn ihr jetzt die Ellbogen anfangt zu knicken, dann strapaziert ihr natürlich extremst das Gummi. Gerade hier hinten, ihr seht das. Ich meine, es sieht gut aus. Es sieht wirklich aus wie ein echter Arm, der sich biegt. Das ist wirklich ganz toll gemacht. Aber ich rate euch um Himmels Willen, macht es nicht. Macht es nicht so wie ich. Ne? Also strapaziert diese Gummiarme nicht. Bei André von Xenomorph.com ist ja hier hinten schon alles aufgerissen gewesen. Dazu kommt noch, dass bei einigen anderen ja, Besitzern von Gamora hier hinten so eine komische dünne Haut abgegangen ist von diesem Gummiarm. Also das sah auch sehr, sehr lustig aus. Als hätte sie einen Sonnenbrand gehabt und die Haut hat sich abgepellt. Also auch nicht toll auf jeden Fall. Ich rate euch ganz ehrlich, die Arme lieber in einer Art Museumpose zu lassen. Lasst die Arme am besten nach unten, so ein bisschen nach unten. Ihr könnt ja auch mit dem Schultergelenk und alles noch gut spielen. Also weiß ich nicht. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann lasst die Arme lieber nicht geknickt, also zumindest nicht die Ellbogen benutzen. Ihr ärgert euch hinterher nur über diese tolle Figur. Es ist möglich, aber ich würde es definitiv nicht auf die Dauer empfehlen. Ja, ansonsten, das ist eigentlich schon der einzige fiese Punkt, den ich hier hatte an Gamora. Ansonsten könnt ihr sogar die Arme noch hier in sich so ein bisschen bewegen. Schaut euch das an. Also das ist schon nicht schlecht, aber auch da, ne, ihr hört das? Es knackt so ein bisschen. Seid vorsichtig, weil hier drunter dieses Skelett, was hier drunter hat, ich weiß auch nicht, ob es jetzt wirklich aus Metall ist. Da hätte ich mir nochmal vorher die Review von André angucken sollen. Auf jeden Fall auch das, ne, das ist sehr filigran. Gamora ist eine sehr hübsche, sehr, aber auch sehr filigrane Figur, wo ihr aufpassen müsst. Ja, gut, das war es eigentlich schon jetzt zu den fiesen Punkten. Ansonsten haben wir den Kopf, den Headscarf natürlich. Der ist Hot Toys typisch, natürlich auf einem Ball Joint. Ihr könnt Gamora richtig gut bewegen. Schaut euch das an. Auch hier natürlich aufgepasst, weil Gamora hat einen kompletten Vollgummikörper, also komplett die Haut rumrum. Ne? Der ab dem Hals ist das hier auch schon so. Ihr seht das hier, wenn ich das mal so ein bisschen eindrücke. Das ist alles Gummi. Der Hals ist auch sehr dünn, sehr filigran. Da rate ich euch auch so ein bisschen zur Vorsicht. Ihr könnt den Hals auch nochmal komplett nach vorne beugen. Schaut euch das mal an. Sehr gute Beweglichkeit, nach hinten auch eigentlich sehr gute Beweglichkeit. Wird nur ein wenig behindert hier durch Gamoras Kragen, den wir hier haben. Aber ansonsten ist das wirklich toll. Also ihr könnt die so toll bewegen, bin ich echt total zufrieden mit. Wir haben einen App-Crunch, den könnt ihr gut benutzen, aber auch da ein bisschen vorsichtig wegen dem Suit hier hinten. Sonst reißen euch eventuell die Nähte, das wollen wir nicht. Nach vorne, ja, würde ich sagen, soweit. Nach hinten biegen wir Gamora auch mal ein bisschen, aber dann fängt es schon an hier vorne natürlich hier. Das ist alles dann sehr straff. Ne? Es ist möglich, aber seid wie gesagt ein bisschen vorsichtig. Ansonsten hat Gamora natürlich noch die Beweglichkeit in der Hüfte am Start. Die geht, aber auch da vorsichtig. Ihr hört schon, wie es knatscht. Der Anzug, ja, behindert die Beweglichkeit zumindest dann ab den unteren Bereich doch sehr. Es ist Beweglichkeit da, aber seid da vorsichtig. Beine spreizen, ja, auch da würde ich sagen, seid vorsichtig. Ab hier, ne, da könnt ihr die Naht reißen, hier unten im Schritt, das ist gefährlich. Es ist zwar ein bisschen flexibel, aber ihr wollt ja eure Gamora nicht kaputt machen, oder? Ich denke mal nicht. Ja, nach vorne die Beine. Ich würde sagen, so weit, das ist machbar. Nach hinten, ja, da müsst ihr aufpassen mit dem Gürtel, das habe ich euch ja vorhin gesagt, der verläuft hier lang. Da könnte auch ein bisschen was im Weg sein, also so weit ist auf jeden Fall drin. Ja, das geht. Ihr könnt die Beine natürlich Hot Toys typisch auch nochmal hier oben im Oberschenkel bewegen. Das geht auch. Ihr müsst ein bisschen mit der Hose hier auf jeden Fall spielen. Jetzt geht mir hier schon was ab. Das ist hier nur rübergesteckt. Keine Sorge, keine Sorge. Ich habe meine Figur nicht schon wieder bei der Review kaputt gemacht. Ist mir auch schon mal passiert. Ja, ansonsten haben wir natürlich noch die doppelten Kniegelenke am Start. Auch da vorsichtig, ne, mit dem Material. Es ist sehr strapaziert auf jeden Fall. Also seid vorsichtig. Hinterher schlägt das dann doofe Falten oder könnte sogar reißen. Das wollen wir nicht. Ja, doppelte Kniegelenke. Und dann natürlich jetzt, was ich vorhin gesagt habe, die Füße. Ich halte sie jetzt mal völlig bescheuert hier. Die Füße, das ganze Ding, der ganze Stiefel ist ein solides Teil. Da könnt ihr aber den ganzen Stiefel einmal komplett drehen. Hier ist auf jeden Fall ein Gelenk drin. Ihr spürt das, ihr fühlt das. Ihr könnt da so ein bisschen mit gämmeln. Aber auch da so gut wie kein Spiel eigentlich. Ne?
so ein bisschen Ankle Pivot habt ihr hier. Das ist aber auch sehr starr. Da seid dann auch vorsichtig, gerade hier so durch dieses, ja, durch diesen Layer hier oben drauf. Hier vorne, diese Schürze nenne ich es jetzt mal am Stiefel. Da könnte was passieren, also da auch eher zur Vorsicht geraten. Gamora ist jetzt nicht unbedingt die Person mit bester Beweglichkeit am Start, aber ich denke mal, es ist völlig ausreichend. Sie sieht trotzdem in einigen Posen richtig cool aus. Ihr könnt da viel mitmachen. Ihr müsst halt nur ein bisschen mit dem Material spielen und dann funktioniert das. Ne? Ansonsten kann ich euch nur noch sagen, die Hände natürlich Hot Toys typisch. Wir haben diese austauschbaren Hände hier am Start. Die sind dann natürlich auch auf diesen Gelenken hier. Ne? Das geht hoch, runter, links, rechts, drehen, 360 Grad. Alles kein Problem. Tja, das ist die Beweglichkeit von Gamora, von unserer guten Zoe Saldana. Und ich würde sagen, es reicht. Es ist definitiv ausreichend. Es ist eine tolle Figur mit, denke ich mal, durchschnittlicher Beweglichkeit. Aber das habe ich auch nicht anders erwartet bei einer weiblichen Figur, die in einem sehr hautengen Kostüm unterwegs ist. Dafür ist das schon wirklich äußerst gut geworden. Und da kann ich nicht meckern. Tja, und zu guter Letzt, liebe Leute, gibt es nochmal den Größenvergleich. Und da habe ich euch jetzt einfach mal Star-Lord dazu geholt. Wer? Ja, Star-Lord. Ihr seht das, ne? Zusammen machen die beide echt was her. Größenverhältnis haben sie auch wirklich super drauf geachtet. Natürlich ist Zoe Saldana kleiner als Chris Pratt. Und das sieht schon wirklich sehr, sehr toll aus. Gerade so die beiden im Display zusammen. Schaut euch das an. Das sind schon mal zwei unserer Guardians of the Galaxy. Das sind wahrscheinlich, boah, ich weiß nicht, mit die besten Figuren in meiner Hot Toys Sammlung. Ich liebe dieses Team einfach, ich liebe diesen Film. Und zusammen könnt ihr da so viele tolle Sachen mitmachen, so viele Filmszenen draus machen. Ihr könnt Action-Posen machen, ihr könnt sogar so ein paar, ja, andere Posen machen. Auf jeden Fall wirklich sehr toll. Ihr seht das hier, ne? Welch starke Ausdruckskraft diese beiden Figuren haben. Die agieren zusammen einfach so perfekt. Wie gesagt, tolles Szenen könnt ihr nachstellen. Hier jetzt zum Beispiel mal, ja, wie die beiden, ja, zusammenstehen und er ihr halt den Discman, den Walkman über den Kopf stülpt und sie das erste Mal sozusagen irdische Musik hört und findet das toll und er denkt, ja, jetzt kann er bei Gamora landen. Ja, und dann, ja, dann hat er sich ja ein bisschen verschätzt und er kriegt voll einen auf den Sack von ihr. Also auch das ist alles super möglich, sieht super cool aus. Genauso natürlich auch so ein paar Action-Poses. Ihr könnt euch einfach da so ein bisschen austoben lassen. Also die Beweglichkeit ist wirklich sehr cool. Absolut geniale Guardians of the Galaxy-Figuren. Für jeden Fan dieses Films auf jeden Fall, wer das Geld hat, ein Must-Have. Gamora, ich habe es nicht bereut, dass ich Gamora in meine Sammlung geholt habe. Sie ist einfach nur toll und zusammen mit Star-Lord, ihr seht das hier, wow. Einfach nur atemberaubend. Was ein geiles Team. Und ja, wenn ich mein Team vollständig habe, Leute, dann wird das ein mega fettes Display. Tja, und das war sie nun. Die Hot Toys Guardians of the Galaxy Gamora MMS 259. Ich glaube, 259 war es. Also wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Figur von Hot Toys. Ich bin echt super hinweg von dieser Figur. Sie ist toll geworden. Und die Details und alles einfach super geil. Ja, Accessory-mäßig natürlich nicht unbedingt so toll. Wie gesagt, zwei Schwerter, ein Stand, ein paar austauschbare Hände sind noch mit am Start. Aber das war's dann auch schon. Jetzt fragt ihr euch Preisansage. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich für meine Gamora 175 Euro bezahlt habe. Aber ich glaube, ich habe da sogar noch eine Anzahlung geleistet. Aber es ist auf jeden Fall unter 200 gewesen. Und da kann ich nicht meckern. Das ist auf jeden Fall, ja, das ist sie auf jeden Fall wert gewesen. Denn ja, ich bin halt ein großer Fan von diesem Film und ich musste mir das Team einfach zusammen kaufen. Und ja, Gamora ist nun Nummer 2 in meiner Sammlung. Schaut sie euch nochmal an. Toller Headsculpt von Zoe Saldana. Also wirklich ganz toll. Super sexy auf jeden Fall. Tolle Umsetzung. Und ja, Leute, das war's für diese Review. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. Denn dann kommen die Fan-Favorites Rocket und Groot. Und ja, das wird ein Doppelpack geben, denn ich habe mir das Doppelpack damals gekauft. Was heißt damals? Vor ein paar Wochen. Und das sieht super, super cool aus. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch dann beim nächsten Mal wieder. Leute, ich bin raus. Macht's gut. Bis denne dann. Und reingehauen. Tja, das war sie nun. Die Hot Toys Guardians of the Galaxy Gamora. Eine tolle Figur, eine wirklich super tolle weibliche Figur vor allem. Ich finde, da hat Hot Toys wieder mal alle Register gezogen. Die sieht wirklich super, super toll aus. Und wenn sie euch gefällt, vielleicht kriegt ihr sie ja noch für einen günstigen Preis. Und ihr könnt mir auch gerne mal unten in die Kommis reinschreiben, wie ihr persönlich jetzt die Darstellung von Zoe Saldana als Gamora in dieser Hot Toys Form findet. Ich bin total begeistert davon. Ja, ansonsten Leute, was kann ich euch noch sagen? Ne? Na, wie immer natürlich erstmal der Verweis auf die rechte Seite. Denn da, falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen haben solltet, ist Star-Lord
Starlord für euch am Start. Schaut euch Starlord nochmal an und ja, darunter natürlich noch die Hot Toys Playlist. Und nächstes Mal schauen wir uns natürlich die Fan-Favorites Rocket und Groot an. Ja, das war's von mir. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute, und ja, bleibt Guardians-Fans.